Ich habe 1993 mit meinem Schuldienst begonnen, auch hier an der Schule, und habe dann gleich als Klassenlehrer eine fünfte Klasse übernehmen können. Ich bin bis heute Klassenlehrer und mache das sehr gerne so. Dass ich Schüler, die ich über eine längere Zeit begleite, in der Regel mindestens 6 Jahre in der Sekundarstufe 1, von der 5 bis zur 10, aufwachsen sehe und dass ich ihnen Bildung mitgeben kann, aber gleichzeitig eben sie auch prägen kann in einer ganz wichtigen Phase ihrer Entwicklung und das zu sehen, was aus diesen jungen Menschen wird, bei denen man manchmal zu Anfang, wenn man sie kennenlernt, denkt, Mensch, was wird daraus? Und das zu erleben und davon ein Teil zu sein, dass man was dazu beiträgt, das ist toll am Lehrerberuf. Sogar schon ein bisschen länger. Ich habe 1990, als diese Schule gegründet wurde, nach meinem ersten Staatsexamen als pädagogischer Mitarbeiter 1,5 Jahre geholfen, die Schule mit aufzubauen. Und damals war das auch so, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch in den beiden fünften Klassen, die es damals gab, mit unterrichtet wurden. Nach meinem Referendariat bin ich wieder an die Matthias-Claudius-Schule gegangen und das bedeutet, ich mache das jetzt fast 30 Jahre. Ja, bei uns an der Schule ist das so, dass das eigentlich ziemlich festgelegt ist. Wir haben 26 Schülerinnen und Schüler in der Klasse und davon sind in der Regel 6 mit unterschiedlichem sonderpädagogischem Förderbedarf. Das variiert vielleicht um 1 oder 2 Schüler, aber eigentlich ist das so, dass das durchgängig so ist. Wenn das etwas ist, was die Normalität ist, dass also alle Schülerinnen und Schüler das gewohnt sind, weil alle Schülerinnen und Schüler, die zur Schule gehen, auch immer mit Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen sind, dann wird das ganz schnell für diese Schülerinnen und Schüler auch der Normalfall. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, wo uns unsere Schüler vorleben, wie man ganz selbstverständlich miteinander umgehen kann. Ich erzähle auch Eltern, die danach fragen, immer ein Beispiel, dass ich in meiner Klasse einen Rollstuhlfahrer hatte, der manchmal ziemlich nervig war und der kriegte genauso mal zwischendurch ein Buch so auf den Kopf, wo man dann erst denkt, Mensch, das kann man doch nicht machen. Und der Mitschüler sagte dann, er hat die ganze Zeit genervt. Also die gehen da ganz selbstverständlich mit um und sind auf der anderen Seite auch wieder ganz liebevoll miteinander, wenn es darum geht, mal zu schieben oder sonst irgendeine Unterstützung dann zu geben. In dem Moment, wo das Normalität wird, dann ist das möglich. Wir haben auch manchmal Schüler, die reden davon, dass wir halt alle irgendeine Macke haben und dass man sie bei dem einen ein bisschen früher sieht und bei dem anderen ein bisschen später. Und diese Kategorisierungen von sonderpädagogischen Förderbedarf, die brauchen Erwachsene, die brauchen wir in der Schule. Die Schüler wissen das oft gar nicht. Ja, für die Vorbereitung ist das schon von großer Bedeutung, weil das eigentlich fast nie so ist, dass man den Unterricht machen kann, für den man ausgebildet wurde. Also einen, der ganz stark die Wissensvermittlung von einem Wissensvermittler, der vorne steht, im Blick hat. Das ist bei uns an der Schule sehr in den Hintergrund getreten. Wir sind eine Gesamtschule. An der Gesamtschule ist das von vornherein schon mal so, dass Unterricht differenziert werden muss, weil wir Schüler auf ganz unterschiedlichen Niveaus an unserer Schule haben. Schon da geht das nicht, dass man
immer vorne das Gleiche erzählt, sondern es muss ganz viele Phasen geben, in denen die Schüler auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten können. Und wenn man Schüler hat, die nicht zielgleich lernen, sondern eben auch zieldifferent, dann ist das nochmal nötig, zu gucken, was man denn da noch differenzieren kann. Das heißt, es kann passieren, dass wir Unterricht brauchen, der auf vier unterschiedlichen Niveaus angelegt ist. Das ist völlig unmöglich, das alleine immer vorzubereiten. Deshalb arbeiten wir ganz viel im Team und gucken, dass wir viele Sequenzen haben oder auch ganze Unterrichtseinheiten, die fertig vorbereitet sind, sodass ich mir aus den Bausteinen was rausnehmen kann, weil das einfach utopisch wäre, das irgendwie selber zu schaffen. Aber das muss man ja auch nicht, wenn man im Team arbeitet. Also ich bin Regelschullehrer. Regelschullehrer haben wir ungefähr 65 und dann haben wir 35 Sonderpädagogen. Und das bedeutet, dass in jeder Klasse der Sekundarstufe 1 wir das so machen können, dass eine Klassenleitung jeweils aus einem Regelschullehrer und einem Sonderpädagogen besteht. Wir führen also eine Klasse im Team und in dem Unterricht, in dem ganz klar Heterogenität auch durch die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf besteht, da versuchen wir dann auch, dass wir das im Zwei-Lehrer-Prinzip hinbekommen. Dass wir also weite Teile des Unterrichts wirklich zu zweit in der Klasse sind, was nicht bedeutet, dass wir zu zweit vorne stehen und das so wie in so Fernsehshows oder so machen, sondern dass deutlich wird, okay, ihr habt jetzt Arbeitsphasen, es gibt auch manchmal noch einen weiteren Raum oder auf dem Flur Gelegenheit zu arbeiten, aber wir können dann zu zweit uns um die Schüler kümmern. Das macht es nötig, dass klar ist, was denn eigentlich passieren soll in dem Unterricht und wohin die Reise eigentlich geht. Und dass man nicht in einer Stunde da vorne steht und dann gerade erst erfährt, was man denn da eigentlich machen soll. Sowas könnte vielleicht eine Vertretungssituation sein. Aber wenn man ein halbes Jahr lang gemeinsam eingesetzt ist, dann bereitet man das auch gemeinsam vor, spricht auch durch, wie der Unterricht angelegt sein soll und spricht auch durch, wer für welchen Schülerinnen und Schüler letztlich verantwortlich ist. Wer sich dann um die kümmert. Ich arbeite täglich mit Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen zusammen. Wir haben einen Heilpädagogen hier an der Schule. Sozialarbeit ist ein wichtiges Thema und wir haben Integrationshelfer. Und manchmal ist das so, dass ich beispielsweise im Sportunterricht das eben auch erlebe, dass einfach nur es darum geht, dass nochmal jemand begleitet wird bei einem Parcours, dass mal zwischendurch Toilettengänge dran sind, es sonst irgendein Problem gibt, wo klar ist, jetzt ist gar nicht der Lehrer oder die Lehrerin gefordert. Und es gibt einfach ganz viele Dinge, Therapien, die hier an der Schule laufen, wo klar ist, so jetzt werden andere als die Wissensvermittler, die Lehrerinnen und Lehrer gebraucht. Und das übereinander zu bekommen und aus einem Rhythmus, der bis heute in Schulen vorherrschend ist, nämlich die einzelnen Unterrichtsstunden, die sich aneinander gliedern, das herauszubekommen und zu sehen, dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich was ganz anderes brauchen. Dabei ist das sehr, sehr wichtig, dass wir mehrere Professionen haben.
Also wir haben beispielsweise den Heilpädagogen, der zwischendurch Trainings macht mit Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen. Und dann muss man organisieren, dass man hinbekommt, dass die jetzt zwischendurch nicht im Unterricht sind, aber trotzdem dem Unterricht wieder folgen können, weil das jetzt wichtiger ist. Das wäre so ein Beispiel dafür. Wenn jemand unsere Schule besucht, dann hat man zunächst mal den Eindruck, Mensch, das ist aber wirklich alles sehr barrierefrei und toll und wir sind auch toll ausgestattet. Und es ist auch so, dass das ohne Zweifel hier so ist, dass Rollstuhlfahrer hier barrierefrei jeden Raum erreichen können. Ich habe aber deshalb ein bisschen geschmunzelt oder gezögert, weil ich weiß, dass wir vor ein paar Jahren bei einer Projektwoche, dass die Schülerinnen und Schüler mal haben untersuchen lassen und die haben uns hinterher eine Liste präsentiert, was man denn noch alles verbessern könnte dabei. Barrierefrei würde zum Beispiel auch bedeuten, dass man wichtige Räume auch wirklich selbstständig erreichen kann und dann ist da auf einmal eine schwere Feuerschutztür, die nicht elektrisch aufgeht und schon ist das nicht mehr barrierefrei. Und dann denkt man, naja, da könnte man jetzt noch helfen und der elektrische Türöffner ist auch wirklich nicht günstig einzubauen, aber das würde barrierefrei bedeuten. Aber wir haben Rampen und wir haben auch Aufzüge im Haus, sodass man schon von einer Barrierefreiheit sprechen kann. Man kann so inklusiv unterrichten, wie das bei uns aussieht, ohne Zweifel. Es gibt die Standardausstattung, also dass man zum Beispiel, wenn das nötig ist, einen höhenverstellbaren Tisch oder sowas, das haben wir selber. Und dadurch, dass wir elektronische Tafeln haben, sind Vergrößerungsmöglichkeiten und solche Dinge in jeder Klasse Standard. Wenn die Schüler eigene Hilfsmittel brauchen, dann wird das entsprechend beantragt und auch da dann, wenn das denn genehmigt wurde, in der Klasse jeweils dann aufgebaut. Das sind aber eben Dinge, die zusätzlich laufen und die dann auch Schüler oder Schülerinnen bezogen installiert werden. Und das wird dann mit dem zwischen Schule und Elternhaus und von den entsprechenden Zuständigen bei uns in der Schule beantragt, oft in einem aufwendigen Verfahren. Muss geprüft werden, ob diese Hilfsmittel denn jetzt auch genehmigungsfähig sind und all diese Dinge. Also Inklusion ist aufwendig, aber machbar.